Langsam fügt sich alles. Ich habe den Atlas. Jonah lebt und ist in Sicherheit. Gott sei Dank. Alle sind oben beim Observatorium, damit wir den Atlas entschlüsseln und den Pfad in die verlorene Stadt und zur göttlichen Quelle darin finden können. Wir haben es geschafft, Dad. Wir sind da. Endlich. Und damit heiße ich euch auch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rise of the Tomb Raider. Alter. Ach ja, ich kann mich erinnern. Alter, ach ja, jetzt geht der Storage mal wieder los. Wir waren ja hier beim Pfeifenspiel. Stimmt ja, da war ja was. Okay. Ich habe jetzt ewig nicht gespielt, möchte ich mal ganz kurz anmerken. Ich hoffe, man nimmt mir das nicht übel. Ah. Okay. Und wir werden uns heute mal ein bisschen mit dem DSC befassen. Sieht aus wie Manipel. Eine Zeremoniekleidung, die Priester bei Messen trugen. Ah, ja. Achso. Na geil. Und hier ist ein Lager? Nee. Hier ist ein kleines Lager. So. Großvater scheint es ja bis dahin geschafft zu haben. Du bist schon fast im Tal. Na toll. Ach so. Wir sind aber jetzt nicht mehr in der regulären Spielwelt. Auch wenn da die Sowjetanlage angezeigt wird, sind wir nicht mehr dort. Und zwar, wir begeben uns ja zu dem DSC Place. Das kenne ich übrigens überhaupt noch gar nicht. Und ja, ich hätte sonst jetzt. Guck mal, hier, er war auf jeden Fall hier. Er hatte Schneeschuhe dabei. Okay. Oh, da geht's aber richtig fett tief runter, ne? Klar. Okay, hier ist auch über Windspiel. Mission so nach Großvater, ja. Nadja, ich glaube, ich habe dein gottloses Tal gefunden. Ich weiß nicht, ob es Baba Yaga ist, aber hier draußen ist etwas. Sei vorsichtig, das ist ihr Land. Aha. Was ist das? Nadja, meine Enkeltochter. Oh, Nadja. Mittlerweile weißt du es. Ich werde in das Tal gehen, um die Hexe zu vernichten. Baba Yaga. Ich werde Rache für deine Großmutter nehmen. Es sind Neuankömmlinge in unserem Tal, bewaffnete Männer, die in Helikoptern kommen. Ich weiß nicht, was sie wollen, aber wenn ich gehen will, ist dies meine letzte Chance. Du verdienst es, die Wahrheit zu erfahren. Den Grund. Dein Großvater ist kein weiser Mann. Mit harter Arbeit bin ich ein guter Mann geworden für deine Großmutter. Aber das war nicht immer so. Ich kam aus dem Westen, wo selbst ein kleines Dorf tausende Einwohner hat. Ich war ein fauler Bursche und beim Eintritt in die Partei träumte ich von einem unbeschwerten Leben. Einem bequemen Schreibtisch in der großen Stadt. Aber sie schickten mich hierher ans Ende der Welt. Um Männer und Frauen arbeiten, hungern und sterben zu sehen. Um Teil ihrer Bestrafung zu sein. Ich wusste, dass das böse war, aber ich wusste nicht, wie man kämpft, bis ich sie traf. Also die Oma wahrscheinlich. Okay, er war auf jeden Fall in der Partei. Also wahrscheinlich... okay, wir haben überhaupt nichts, in der, wie hieß die russische Partei? Irgendwas mit K, ne? KP, keine Ahnung. Aber gab's denn bei Stalin überhaupt Parteien? Das war doch so total... Warte mal, sind wir, ist das da hinter uns, oder ist das, ach ja. Aber da können wir doch nicht. Da kommen wir doch nicht von der Seite ran. Nun gut, ich gehe mal hier lang.
Ich mag dieses Windspiel ja irgendwie total. Ah, guck mal hier. Können wir wieder viel hören. Den ersten Kontakt mit dem älteren Einheimischen hatten wir um 0700. Zuerst glaubten wir, dass er an einem Angriff auf die Anlage beteiligt war. Doch er entfernte sich durch eine nicht kartierte Schlucht. Wir wurden autorisiert, ihm mit etwas Abstand zu folgen. Und schon sind wir auf Ruinen und andere vielversprechende Zeichen gestoßen. Wir versuchen hier draußen die Ruhe zu bewahren, aber das sieht nach einem großen Fund aus. Dieser Entdeckungsbonus ist uns so gut wie sicher. Ach, das waren auch die von Trinity. Nein, ich muss träumen. Nicht real. Das kann nicht sein. Ja, du hast Drogen gesehen am... Lara. Dad? Lara. Nein, das kann nicht sein. Nein, warte. Halt, wo bin ich? Ich bin gerade im Kreis gelaufen übrigens. Wie weit geht dieser Weg? Wir sind gerade im Kreis gelaufen. Das ist nicht echt. Ja, natürlich nicht, aber schwimmt vor unseren Augen. Dad, halt! Bitte nicht! Boah, Alter! Nein, ich muss sofort hier raus. Alter Schwede, Jumpscare! Ich will nur weg! Ich will gerade so wegspinnen, weißt du? Für mich ist es zu spät. Zu spät. Zu spät. Oh, Dad. Nein. Tu es nicht. Bitte. Alter Finne. Holy moly. Ja, da krieg ich ja richtig was zu gruseln. Da freu ich mich aber. Oh ja. Alter. Das war ein Schloss. Das ist unmöglich. Das ist nur ein Mythos. Allein, Lara. Es gibt kein Zurück. Oh ja. Ich kann es förmlich spüren. Alan?
Yo, Flara. Geh doch auf jetzt. Na, sag mal. Für ein Ort ist? Ich sehe Rohre und Leitungen, sowjetisch wie es aussieht. Das muss der Vorposten der Sowjets zum Erforschen der Ruinen sein. Meine Großmutter war Wissenschaftlerin. Ich wusste, es war ein Fehler, ihm ein Getränk ins Gesicht zu schütten. Ich tat es trotzdem. Ich dachte, dass Minister Dyatlovs verdutzter Blick den Verlust meines Forschungsetats wert wäre. Ich war so dumm. Die Ratten vom KGB traten noch vor dem Morgengrauen meine Tür ein. 5 Jahre im Arbeitslager. Sie haben nicht mehr den Mumm, es beim Namen zu nennen und nennen es Freiheitsstation. Lügner. Es ist ein Gulag. Ich habe mir geschworen, dass sie mich nicht brechen. Doch schon in der ersten Woche winselte ich um Gnade. Ich muss hier raus. Eine der Wachen, ein rotwangiger Bursche namens Ivan, hat mehr Herz als Verstand. Es schmerzt mich, seine Artlosigkeit auszunutzen, doch ich werde hier nicht verfaulen. Okay. Sie sollte dort bei den Forschungen helfen, aber es war das letzte Mal, dass Großvater sie sah. Es gab nur einen Überlebenden. Ein Offizier kam nach ein paar Wochen angestolpert. Er sagte, die Hexe hätte sie Dinge tun lassen. Okay. Alter, der ist Jumpscare eben, ne? Bin ja fast vom Stuhl gefallen. Ich hab grad überlegt, ob das echt sein könnte und so, ne? Aber ein bisschen in Gedanken und auf einmal, wäm, weißt du? Und ich so, ah, ja, okay. Jetzt sind wir hier. Ah, das verlernt man nicht. Hab ich mich da doch. Einfach mal so. Achso, ja, hab ich ja auch, stimmt. Easy. Komm, pack ein. Also, aus. Den zweiten. Aber jetzt sind wir ja... Ah, wie soll ich denn da hinkommen? Achso. Easy. Yippie-yay. Ivan. Ich dachte, es wäre ganz einfach. Die meisten dieser stinkenden Schläger nehmen sich von den Gefangenen, was sie wollen. Ich habe Ivan gewählt, weil ich ihn für manipulierbar hielt. Aber es ist schlimmer. Er ist ein guter Mann. Er will genauso wenig hier sein wie ich. Diese Einstellung zählt zwar nicht viel, wenn er genug Essen und eine Decke zum Schlafen hat. Aber immerhin hat er einen moralischen Kompass, der den anderen fehlt. Dieser Ort macht ihn krank. Er weiß, dass er Teil des Systems ist und hasst, was er tut. Ich sah, wie er rebellierte, wenn er sich unbeobachtet fühlte, um sein Gewissen zu beruhigen. Ich habe ihm gesagt, dass das nicht reicht. Ich habe ihm gezeigt, wie er mehr tun kann. Wir haben gut zusammengearbeitet, unsere Flucht geplant. Aber es ist zu spät. Ich bin schwanger. Wir sind verflucht. Bitte. Alter, das ist nicht die Oma, oder? Verwirrt.
Kurz runterschieben. Da gibt's nicht. Und das ist nämlich jetzt. Achso, nee. Okay. Lies mal. Ich habe meine Tochter nie im Arm gehabt. Sie nahmen sie mir auf dem Operationstisch weg. Alter. Ich wollte kämpfen, aber sie sind viele. Und ich bin erschöpft. Dann schafften sie mich fort, rissen unsere drei Herzen auseinander. Sie brachten mich in ein verstecktes Tal mit uralten Ruinen. Sie sagen, wenn ich kooperiere, werde ich meine Familie wiedersehen. Ich werde diesen Monstern niemals trauen. Aber ich habe keinen besseren Plan. Hier gibt es seltsame Blumen. Der Pollen verwirrt meine Entführer zusehends. Und sie wagen sich nicht weiter als bis zu unserem kleinen Vorposten. Sie brachten mich her in der Hoffnung, dass ich ihnen mit meinem botanischen Wissen helfen würde, ein Gegengift zu finden. Endlich hat der Staat eine Verwendung für mich. Ich nicke und lächle. Ich spiele mit. Aber sie können mich nicht noch einmal brechen. Für meine Tochter, für Ivan, werde ich leben. Also ist das die Hexe. Seraphima ist praktisch die Hexe. Weil das ist ja nicht die Großmutter. Ich bin leicht verwirrt. Aber okay. Würde ich sagen, das ist ein guter Auftakt für die neue Session. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder. Und ich bin so... Das war echt... Das ist schon krass. Und ich überlege halt immer noch, haben wir das wirklich... Haben wir halluziniert? Oder war da nicht nur Ali zu gehen? Wer weiß. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Da bin ich mir sehr sicher. Und da bin ich gespannt. Ciao, Freunde.